Liebe Mitbürger und Bürgerinnen, ich wende mich heute an Sie, die werktätige Mutter, den Hausmann und die Rentnerin. Egal, ob Sie in Hamburg Seeluft schnuppern oder im bayerischen Dorfidyll leben, ich bitte Sie, mir ein paar Minuten zu schenken. Ich bitte Sie, die mehr als 60 Millionen Deutsche über 18 Jahre mir zuzuhören und sich im Anschluss Ihres Verstandes zu bedienen. Seit 14. Dezember läuft beim Deutschen Bundestag eine Petition, die sich mit den Konsumenten der Droge Cannabis beschäftigt. Aber keine Angst, ich bitte Sie nicht, Haschisch und Marihuana zu legalisieren. Ich bitte Sie nicht, sich in diesem Streit, der seit fast 40 Jahren geführt wird, für eine Seite zu entscheiden. Wie Sie zum Kiffen stehen, geht mich nichts an. Was ich will, und dafür brauche ich Ihre Hilfe, ist, dass die Politiker über Cannabis diskutieren. Denn das passiert viel zu selten. Ich will, dass Kritiker und Befürworter des Hanfverbots im höchsten deutschen Parlament öffentlich miteinander sprechen. Ich will, dass die Kosten der Jagd auf 4 Millionen deutsche Cannabiskonsumenten, das Schaden und Nutzen des fast 4 Jahrzehnte andauernden Kriegs gegen diese Droge auf den Tisch gelegt werden. Ich will, dass Sie und ich und mit uns alle Menschen dieses Landes in die Lage versetzt werden, anhand der Fakten und nicht von Ideologie über Cannabis zu urteilen. Ich bitte Sie, die Cannabis-Petition zu unterzeichnen. Nicht, damit wir alle kiffen dürfen. Das kann und will die Petition nicht erreichen. Ich bitte Sie, die Cannabis-Petition zu unterzeichnen, weil ich nicht verstehe, wie mehr als 100.000 Strafverfahren pro Jahr und Milliarden verschwendete Steuereuro Deutschland nützen. Helfen Sie mir, die Regierung zu zwingen, mir und Ihnen das zu erklären. Ich wende mich insbesondere an jene unter Ihnen, die das Cannabisverbot richtig finden. Haben Sie den Mut, die Petition zu unterzeichnen und sich der Diskussion über Sinn und Unsinn des Betäubungsmittelgesetzes zu stellen. Gerade wenn Sie von den Gefahren, die von Haschisch und Marihuana ausgehen, überzeugt sind, bitte ich Sie, die Cannabis-Petition zu unterzeichnen. Sehen Sie Ihren Namen unter der Petition doch einfach als Chance. Als Chance, mich und eine ganze Generation junger Menschen, von der jeder Zweite schon gekifft hat, davon zu überzeugen, dass Cannabis wirklich so gefährlich ist, dass man seine Nutzer mit Polizei, Staatsanwalt und Gerichten hetzen muss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Steffen Geier. Sie sahen einen Tagesrausch. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meinerdien halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Der Bautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Leben. Durch Wände gehen und mit Worten Brände legen, ein Blatt vom Mund des Senders wegen.